Ein wichtiges Element bei Bildern zum Abschluss ist der Umfluss. Wir kennen es aus den Textbearbeitungsprogrammen unter dem Begriff Textfluss. Der Textfluss noch einmal hier in der Vorschau dargestellt. Sie haben also ein Bild, jetzt hier rechts ausgerichtet, und links davon haben Sie den Text. Die zweite Vorlage, die Sie in der Standardseite haben, ist das Bild links und der Text ist rechts ausgerichtet. Das Ergebnis, was Sie gerade gesehen haben, wird über den Umfluss beendet. Und Sie sehen also, es gibt nur einen Endeumfluss und es gibt keinen Beginnumfluss. Der Grund liegt in dem Bild. Das heißt also, man beginnt immer mit einem Bild und dieses Bild ist entweder links oder rechts ausgerichtet. Das haben Sie auch auf der Standardseite gesehen. Danach kommt ein Text. Wir haben also den Block Bild. Dann kommt der Block Absatz hier als Text. Und danach kommt der Umfluss. Um genauer zu sagen, der Endeumfluss. Und dieses Konstrukt müssen Sie also immer einhalten. Zuerst das Bild, dann der Absatz mit Überschrift oder Zwischenüberschrift, ist egal, und dann das Ende des Umflusses. Wollen Sie das Bild auf der linken Seite haben und der Text soll rechts sein, dann richten Sie das Bild links aus. Der Absatz bleibt und der Endeumfluss wird automatisch hingesetzt. Bitte auch hier immer wieder zum Ende speichern. Als kleine Zusammenfassung des eben Gelernten möchte ich mit Ihnen gemeinsam ein Lernmodul erstellen und dann ein Bild mit dem Endetextfluss bearbeiten. Ich bin in Privat Lernmodule, da meine Lernmodule generell an dieser Stelle erzeugt werden. Ich lege ein neues Lernmodul an, das da heißt Bild mit Umfluss und Lernmodul anlegen. Ich lege eine neue Seite an, Seitenname Bild mit Umfluss und ich wähle Vorlage leere Seite. Jetzt gehe ich auf ganze Seite bearbeiten. Und brauche jetzt meine drei Hauptblöcke für den Textumfluss. Ich brauche ein Bild. Ich brauche einen Absatz. Und ich brauche Spezialblock Endeumfluss. Speichern. Jetzt hole ich mein Bild über Einklappen, Ausklappen. Gehe auf Durchsuchen und füge hier automatisch oder an dieser Stelle gleich noch einen externen Link ein. Einklappen, ausklappen wieder zu und ich füge in dem Absatz meinen Text ein. Speichern. Textfluss funktioniert nur, wenn das Bild links oder rechts ausgerichtet ist. Das heißt, ich kontrolliere noch einmal. Ich gehe auf Bild einklappen, ausklappen. Sie sehen hier Ausrichtung normal. Und ich möchte, dass das Bild links ausgerichtet ist und der Text rechts daneben steht. Speichern und speichern und schließen. Herzlichen Glückwunsch. So sieht es aus. Mit dieser kleinen Übung habe ich Ihnen auch einen rechtlichen Hinweis gegeben. Sie sollten Ihre Unterlagen, Lehrdokumente, die Sie veröffentlichen, auch schützen, und zwar das Urheberrecht. Ich habe hier den Standard OER genutzt. Das OER steht für Open Educational Resources, und das sind Bildungsmaterialien jeglicher Art, die unter eine offene Lizenz gestellt wurden und diese Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowohl auch kostenlose Nutzung.
Die Lizenz selber ist von Creative Commons und bedeutet, dass also mein Name genannt werden muss, dass es nicht kommerziell genutzt werden kann und dass dieses Dokument bearbeitet werden kann. Und damit ist es ein OER-Dokument.